Mit 5x5 werde ich heute meinen Rücken in Angriff nehmen und wie der ganze Ablaufplan hier im Club sein wird in Erfurt, das seht ihr jetzt nach dem Intro im Trainingsplan. Leute, ich wünsche euch viel Inspiration für euer Training und jetzt gehe ich rein ins Warm-up und gleich geht's los. Das ist das heutige Aufbauprogramm für meinen Rücken und zum Schluss hänge ich noch die Unterarme dran. So verkehrt, dass ich heute früh schon einen Teil des Armbrots vorbereitet habe, denn der Rücken ist jetzt völlig im Eimer, die Unterarme, ich kann nicht mehr zugreifen und ich will jetzt auf jeden Fall so schnell wie möglich nach Hause. Ich muss noch ein bisschen hier aufräumen und dann mache ich Licht aus und dann geht es mit Vollgas durch Erfurt, um nach Hause zu kommen. Ja Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, wir sehen uns Donnerstag zur Beuge wieder und dann werde ich auch wieder einiges bewegen und in den Raumstellen hier an Gewichten. Ja, bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer Uwe, bis gleich in der Küche. Heute gibt es eine Grillparty und ich zeige euch ein paar Bilder. Der Rost erbrannte schon. Zuerst gab es Grillgemüse und dann kamen die schönen Sachen drauf. Hier original grobe Thüringer Bratwürste und dann schön eingelegte mit viel reichlich Kräutern belegten Steaks. Schön durchwachsen, so muss das sein. So werden die dann auch schön saftig und hier sieht man schon, wie das alles vor sich hin brutzelt. Und dann kam auch schon wieder die nächste Ladung, die waren ordentlich mariniert mit einer sehr guten Würze und es hat richtig geduftet. Da haben schon die Leute auf dem Balkon geschaut, was ich da alles anstelle. Ja, und nachdem das alles gegessen war von den Leuten, gab es noch Burger, selbstgemachte natürlich, der Grillplatz, alles da, Zange und Teller und all die Utensilien. Ja, da hat alles gequalmt und das war manchmal ein bisschen unangenehm, aber der Wind hat alles weggejagt und hin und wieder gab es mal einen kräftigen Schluck. So gehört sich das ja auch. Störtebeker Bier, das kann ich jedem empfehlen. Und so sah es dann auf meinem Teller aus. Ich könnte es jetzt nochmal essen, Freunde. Richtig ordentlich kräftig, ohne irgendwelchen Zusatz wie Ketchup oder Senf.